Guten Abend, meine lieben Zuschauer. Ich möchte euch heute etwas Neues von meiner Erkenntnis vor einiger Zeit zeigen. Und zwar geht es da um einen kleinen Bruder vom CERN Collider. Und zwar befindet sich der in Amerika, ganz genau sozusagen in Long Island. Das befindet sich östlich von der Insel Manhattan, New York City, und das Ganze nennt sich, wie wir hier sehen, das ist das Brookhaven Laboratory of Science. Da unten sind im Prinzip diese ganzen Campusanlagen, ja, Collider, Accelerator, das sieht man, ja. Und dieser Kreis, ja, dieser Ring ist im Prinzip der kleine Bruder vom CERN Collider. So, dieser Collider in Long Island hat zwei Hauptgebäude. Und zwar befinden sie sich die gegenüber, die teilen den Kreis genau in zwei gleiche Hälften. Und da sind Laser. Da befinden sich eben, ich habe es nicht hundertprozentig nachprüfen können, aber da befinden sich laut eben Aussage Laser drinnen. Ja. Und ich habe mir den Spaß gemacht, intuitiv muss ich sagen, dass ich diese zwei Gebäude miteinander verbinde und diese Linie eben dann intuitiv verlängert und habe schon eine Vermutung gehabt. Ja. Und diese Vermutung möchte ich euch jetzt die Bestätigung zeigen. So, dann zoomen wir da raus. Wie gesagt, Collider. Ah ja, genau. Nur ganz kurz. Dieses Flugfeld hier erinnert mich auch an eine andere Symbolik, die wir schon öfter gesehen haben. Ne? Okay. Zirkel und so. Ja, okay. Also, dann gehen wir einmal raus. Tschu. Diese Linie, wie gesagt, strikt, schnurgerade. Ja. Also, dann machen wir es nicht so spannend. Obwohl, wir haben da eben die Brücke am East River. Das ist die Williamsburg Bridge. Ja, dann kommen wir nach Manhattan. Und zwar, dann schauen wir mal, was da ist. Wow! Da haben wir ja was. Und zwar, irgendwie kommt alles bekannt vor. Ground Zero 9-11. Daneben der Phoenix, das Kunstgebiet des Phoenixes, das One World Trade Center, über der Bahnhofstation. Ja, unglaublich. Und natürlich das wunderbare One World Trade Center mit dem Gedenkmemorial. Ich persönlich war schon dort, das ist wirklich zum Erschaudern, wenn man sich denkt, was die damals auch die ganzen Polizisten und Feuerwehrleute verheizt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja, jeder möchte sich seinen eigenen Reim draus machen, jedenfalls schnurgerade Richtung 9-11. Ja. Ground Zero. Ja. Mein Beitrag für heute, liebe Leute. Bis bald.